Ein Brunnenbauer namens Wilbur Riddle erschien am 17. Mai 1968 an einem Bohrplatz in der Nähe von Georgetown, Kentucky. Wilbur war gerade dabei, den Wald zu durchforsten und Glasscherben zu sammeln, als er eine große grüne Tasche fand, die wie ein Zelt aussah. Der Inhalt dieser Tasche erschien Wilbur ungewöhnlich, also zog er an der Schnur, die um den Beutel herumgewickelt war. In diesem Moment kam ihm ein fauliger Geruch entgegen, der von einer Verwesung herrührte. Er rief sofort die Polizei und als die Beamten eintrafen, begaben sie sich zum Fundort des grünen Beutels. Die Beamten schnitten den Sack auf und fanden darin den unbekleideten, verwesenden Körper eines scheinbar jugendlichen Mädchens. Aufgrund ihres fortgeschrittenen Verwesungsprozesses war das Mädchen so gut wie nicht mehr zu erkennen. Der Gerichtsmediziner gab an, dass es sich bei dem Körper um ein junges, weißes Teenager-Mädchen mit rotbraunen Haar handelte. Sie war etwa 16 bis 18 Jahre alt. Die genaue Ursache des Ablebens war jedoch schwer zu bestimmen, da es keine Kugeln, Wunden oder Verletzungsspuren gab. Auf der rechten Seite des Schädels des Opfers befand sich eine Verfärbung, die fast so aussah, als hätte sie dort einen Stoß erlitten, aber das schien nicht die Ursache für ihr Ableben gewesen zu sein. Dies veranlasste die Ermittler zu der Annahme, dass der Täter ihr einen Stoß gegen den Kopf versetzte und sie in den grünen Sack steckte, wo sie schließlich aufgrund von Sauerstoffmangel verstarb. Als sie von Wilbur entdeckt wurde, vermuteten die Ermittler, dass sie bereits seit 2 bis 3 Wochen verstorben war. Selbst nach den Autopsien waren die Gerichtsmediziner nicht in der Lage, den Polizisten bei der Identifizierung des Opfers zu helfen. Normalerweise würden die Ermittler als erstes die Fingerabdrücke untersuchen, aber leider war die Zersetzung schon so weit fortgeschritten, dass keine Fingerabdrücke mehr genommen werden konnten. Die Geschichte von der Entdeckung des Körpers verbreitete sich schnell in der Stadt und die Leute gaben der unidentifizierten Frau den Spitznamen Zeltmädchen. Ein Zeichner wurde beauftragt, das Gesicht dieses Mädchens zu zeichnen, und diese Zeichnung wurde in der Hoffnung, dass sie identifiziert werden würde, in der Stadt verteilt. Die Beamten erhielten viele Hinweise auf vermisste Personen, die wie das Mädchen auf dem Flugblatt aussahen, doch die Ermittler gingen jeden einzelnen Hinweis durch und schlossen sie aufgrund von Unstimmigkeiten bei Details wie Größe und Haarfarbe des Opfers langsam aus. Bei der Durchsicht der Hinweise gab es einige, die den Ermittlern besonders auffielen. Bei einer handelte es sich um ein Mädchen namens Doris, das beim Trampen von Maryland in Richtung Süden verschwand. Eine weitere Aussage war dies eines Lastwagenfahrers, der in der Nähe auf dem Highway unterwegs war. Er sagte, er habe in der Gegend, in der der Körper entdeckt wurde, 2 Anhalter gesehen. Einer war ein Mann, einer ein Mädchen, und die beiden kamen dem Fahrer seltsam vor, weil es regnete und sie nicht die richtige Kleidung trugen. Die Ermittler dachten, dass die Anhalterin vielleicht die Unbekannte war. Diese Spur wurde ziemlich brisant, weil sich danach noch jemand bei der Polizei meldete und sagte, er habe am 14. April 1968 2 Anhalter mitgenommen, die ebenfalls nicht dem Wetter entsprechend gekleidet gewesen seien. Dieser Anrufer sagte, das trampende Paar habe sich auf dem Rücksitz gestritten, also habe er angehalten und sie abgesetzt. Der Streit war zu viel. Die Polizei versuchte mehr über das Paar herauszufinden, doch bevor sie dazu in der Lage war, wurde sie darüber informiert, dass Doris zurück nach Hause gekehrt war und wieder mit ihrer Familie vereint war. Eine weitere vielversprechende Spur hatte mit einem Teenager namens Debbie Crane zu tun. Debbie passte auf die Beschreibung des nicht identifizierten Opfers und sie wurde am 3. März als vermisst gemeldet, 2 Monate bevor Wilbur den Körper entdeckte.
Debbie wurde zuletzt gesehen, als sie mit ihrem Freund in einen blauen Wagen stieg. Niemand wusste, wohin sie danach fuhr, und die Zeitspanne ihres Verschwindens hätte mit dem Fall übereinstimmen können. Aber aufgrund der Autopsie des nicht identifizierten Mädchens würde das bedeuten, dass Debbie möglicherweise einen Monat lang als Geisel festgehalten wurde, was nicht auszuschließen war. Also nahmen die Ermittler Debbies Eltern mit aufs Revier, um sich das Phantombild anzusehen und zu prüfen, ob es mit ihrer Tochter übereinstimmte. Als Debbies Mutter die Skizze sah, fiel sie fast in Ohnmacht. So sehr sah es ihr ähnlich. Aber je genauer sie hinschaute, desto mehr bemerkte sie einige kleine Unterschiede. Den Beamten gelang es, Debbies zahnärztliche Unterlagen zu beschaffen, und sie stimmten weitgehend mit denen des Körpers überein, aber das konnte nicht zu 100% bestätigt werden. Die Ermittler zeigten der Mutter und der Tante von Debbie auch den Körper, in der Hoffnung, dass sie sie identifizieren könnten. Auch hier war es aufgrund des Zustands des Körpers nicht möglich, eine positive Identifizierung vorzunehmen. Dennoch schien viele Leute zu glauben, dass es sich bei dem nicht identifizierten Mädchen um Debbie handelte. Aber eines Tages erhielten sie einen anonymen Anruf von einem Mann, der sagte: Debbie Crane ist nicht das Zeltmädchen. Ihr wollt sie finden? Gehen Sie nach Bradford, Pennsylvania. Sie ist genauso lebendig wie Sie. Und dann legte er auf. Schockiert und verwirrt fuhr einer der Detectives nach Bradford, und der Anrufer hatte recht. Debbie lebte dort mit ihrem Freund. Offenbar hatte Debbies Freund ihr versprochen, dass er eine Wohnung für sie finden würde, wenn sie mit ihm wegginge. An dem Tag, an dem sie zuletzt in dem blauen Wagen gesehen wurde, fuhren sie also direkt nach Pennsylvania. Als der Detective dies herausfand, schickte er das Paar nach Hause und die Ermittlungen begannen von vorne. Ein anderes Verbrechen geschah auf sehr ähnliche Weise. Ein 16-jähriges Mädchen namens Candace verschwand Anfang März desselben Jahres aus ihrem Haus in Philadelphia. Es gab eine riesige Suchaktion nach ihr, und schließlich fand eine Gruppe Candace einen Monat später treibend in einem Bach. Sie war entkleidet und in einen Sack eingewickelt, der mit einem Seil verschnürt war, genau wie der Körper, den Wilbert fand. Den Ermittlern war klar, dass sie diesen Fall sehr genau untersuchen mussten, weil sie es möglicherweise mit demselben Täter zu tun hatten. Im Autopsiebericht von Candace stellten die Gerichtsmediziner fest, dass es keine erkennbare Ursache für ihr Ableben gab, und bemerkten eine Verfärbung auf der rechten Seite des Schädels. Dies waren die gleichen Befunde wie bei der Autopsie des anderen Mädchens. Die beiden Opfer waren ebenfalls in den Sack gepackt, verschnürt und auf sehr ähnliche Art und Weise entsorgt worden. Die Ermittler konnten jedoch nicht viel über den Täter in Erfahrung bringen und somit auch nichts Neues über den Körper in Kentucky herausfinden. Obwohl die Polizei keine weiteren Treffer in vermissten Fällen erhielt, schickte sie den Zeltsack, das Seil und ein Handtuch vom Tatort weg, in der Hoffnung, mehr darüber herauszufinden, woher diese Gegenstände stammten oder wem sie gehörten. Als die Berichte zurückkamen, stellte sich jedoch heraus, dass es sich um gewöhnliches Material handelte, das nicht einem bestimmten Hersteller zugeordnet werden konnte. Also wurde eine weitere Skizze von dem Zeltmädchen angefertigt, wobei ihre Gesichtsform und ihre Gesichtszüge leicht verändert wurden. Es gab eine ganze Reihe von Hinweisen, die aber alle nach und nach aussortiert wurden. Zu diesem Zeitpunkt war der Körper des nicht identifizierten Mädchens in einem so schlechten Zustand, dass keine weiteren Beweise gesammelt oder ermittelt werden konnten. Die Beamten ließen sie in einem nicht gekennzeichneten Grab auf dem Georgetown-Friedhof beisetzen. Sie hatte zunächst keinen Grabstein, aber einige Anwohner, die sich sehr für den Fall interessierten, sammelten Geld, um nachträglich einen anfertigen zu lassen. Der Grabstein trug oben die Polizeiskizze von ihr mit der Aufschrift Zeltmädchen,
gefunden am 17. Mai 68 auf dem US Highway 25 Nord. Verstorben zwischen dem 26. April und 3. Mai 1968. Größe 5 Fuß, 1 Zoll. Gewicht 110 bis 115 Pfund. Rötlich-braunes Haar. Nicht identifiziert. Jahre vergingen und es schien wirklich so, als würde der Fall für immer kalt bleiben. Wilbur Riddle, der Mann, der den Körper ursprünglich gefunden hatte, war inzwischen in Rente gegangen und aus der Gegend von Georgetown weggezogen. Seine Tochter Lori begann sich mit einem Mann namens Todd Matthews zu treffen und eines Tages nahm sie ihn mit, um ihren Vater kennenzulernen. Die beiden unterhielten sich über den Fall und Todd interessierte sich sehr für die Geschichte des Zeltmädchens. Wie Wilbur wollte auch er der Familie des Mädchens nach all den Jahren einen Abschluss bieten. Also beschloss Todd, den Fall noch einmal zu überprüfen und zu sehen, ob es neue Informationen oder Hinweise gab, die bei den ersten Ermittlungen übersehen wurden. Todd und Lori haben später geheiratet, hatten aber einige Beziehungsprobleme, weil Todd sich so sehr für die Lösung dieses Falles einsetzte. Er sah sich andere Vermisstenanzeigen an, las alte Zeitungen, FBI-Notizen, einfach alles. Als Todd zu dem Teil mit dem weißen Handtuch kam, las er, dass die Spezialisten im FBI-Labor der Meinung waren, dass das Material des Handtuchs einer Windel oder einem Babyhandtuch sehr ähnlich war. Todd begann zu spekulieren, dass das Mädchen vielleicht älter war, als die Ermittler dachten. Er schrieb einen Brief an die Polizei, in dem er seine Erkenntnisse darlegte und die Theorie aufstellte, dass das Zeltmädchen älter war und möglicherweise ein Baby bekommen hatte. Todd bat die Beamten, ihren Körper für eine weitere Autopsie zu exhumieren, da man an ihrem Becken ja erkennen könnte, ob sie schon einmal entbunden hatte, aber er erhielt nie eine Antwort. Im Laufe der Jahre suchte Todd weiter nach Antworten und er war sehr bemüht. Er besuchte die Grabstätte, die Stunden entfernt lag, und sprach mit der örtlichen Zeitung, um zu erfahren, ob es Neuigkeiten zu dem Fall gab. Als im Jahr 1992 das Internet langsam Verbreitung fand, dachte Todd, dass er es vielleicht als Werkzeug für diesen Fall nutzen könnte. Er begann zu sparen und hatte schließlich genug Geld zusammen, um sich einen Computer zu kaufen. Todd benutzte seinen neuen Computer, um Fälle vermisster Personen nachzuschlagen und Online-Datenbanken wie das Doe Network zu durchsuchen, das bei der Identifizierung vermisster Personen hilft. Obwohl der Einsatz von Todd lobenswert war, scheint er sich nicht so sehr um seine eigene Familie gekümmert zu haben wie um diesen Fall. Sein kleiner Sohn beschwerte sich oft darüber, dass er ständig am Computer saß und er gab auch ziemlich viel Geld für seine Nachforschungen aus, aber das sollte sich alles auszahlen. Eines Tages scrollte Todd durch die Internetseiten für vermisste Personen und wollte gerade ins Bett gehen, als er etwas sah, das ihm ins Auge fiel. Es war ein Beitrag über ein Mädchen namens Barbara Westbrook, die 1967 in der Gegend von Lexington vermisst wurde. Als Todd weiter über Barbara las, wusste er, dass sie das Zeltmädchen war. Sie hatte die gleiche Haarfarbe und Körpergröße, die Zeitlinie stimmte überein und auch der Ort stimmte. Der Beitrag wurde von Barbaras Schwester Rosemarie geschrieben. Todd schickte Rosemarie eine E-Mail und versuchte, mehr Informationen über Barbara zu bekommen, um sicherzugehen, dass sie wirklich das Zeltmädchen war. Rosemarie sagte, Barbara sei im Dezember 1967 verschwunden, als sie 24 Jahre alt war. Zu dieser Zeit war sie verheiratet und hatte ein Kind. Barbaras Ehemann arbeitete als Schausteller, weshalb es für ihre Familie wahrscheinlich schwierig war, mit diesen in Kontakt zu treten. Einige von Barbaras Verwandten wussten jahrelang nicht, dass sie vermisst wurde, und eine andere von Barbaras Schwestern sagte, als sie Barbara als vermisst meldete, habe ihr Mann gesagt, sie sei mit einem anderen Mann durchgebrannt.
Nachdem er mit Barbaras Familie gesprochen hatte, war sich Todd sicher, dass dies die Frau war, nach der die Polizei die ganze Zeit gesucht hatte. Also wandte er sich an die Behörden und sie exhumierten den Körper. Ihre DNA wurde mit einer Probe aus der Innenseite von Rosemaries Wange verglichen und es gab eine Übereinstimmung. Endlich konnte die Unbekannte unter ihren richtigen Namen identifiziert werden und ihre Familie erhielt den Abschluss, den sie verdient hatte. Ihr Name war Barbara Westbrook. Barbaras Ehemann George Early Taylor ist der Hauptverdächtige in diesem Fall, aber er ist inzwischen verstorben, so dass es sich wahrscheinlich nie klären wird. Die meisten Leute glauben, dass es George war, weil er dafür bekannt war, aggressiv und impulsiv zu sein. Er arbeitete für einen Jahrmarkt und die grüne Tasche, in der Barbara gefunden wurde, ähnelte dem Material, das für Jahrmarktszelte damals verwendet wurde. Sie wurde auf den Highway nach Ohio abgelegt, dem Staat, in dem George's Familie lebte. Barbaras Tochter wurde nach Ohio zurückverfolgt, wo die Familie ihres Vaters gelebt hatte. Als ihre Mutter nun endlich identifiziert wurde, hatte sie bereits selbst geheiratet und eigene Kinder bekommen. Dieser Fall war eine dieser erschütternden Geschichten, die kein Ende zu nehmen schien, aber dank der modernen Technologie konnte eine Lösung gefunden werden. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass Barbara vielleicht nie identifiziert worden wäre, wenn Todd an diesem Tag nicht an seinen Computer gescrollt hätte. Wenn ihr mal etwas über den Fall einer vermissten Person lest oder ein Video anschaut, könnte ein kurzes Teilen des Beitrages eine große Hilfe sein.